So, und dann schauen wir uns mal um, was wir hier so Tolles haben. Außer natürlich jede Menge Fässern, was jetzt, nicht ganz so toll ist. Und wo Fässern ist, sind natürlich Piraten nicht arg fern. Aber auch das ist ein sehr, sehr tolles Gebiet, muss man sagen. Halt ein bisschen düsterer, aber trotzdem sehr toll. Ah, okay. So, dann können wir gleich mal dich ausschalten. Sekundärer Schaltkreis. Ja, und jetzt haben wir hier leider die verstärkte Variante der Geschütze. Frag mich, wie viel die jetzt aushalten. Okay, hat es getroffen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, zwei Schüsse. Zwei Schüsse sind jetzt aber gar nicht so viel. Ja. Okay, das passt. Wie gesagt, verstärkte Variante der Geschütze, aber halten jetzt nicht arg viel mehr aus. So, Piraten haben wir, wie gesagt, hier natürlich auch jede Menge, ganz klar. Du kommst gleich dort raus, genau. Cooler Sprung, Kumpel. Bringt aber nicht viel. Dann mit einem... Das ist so ein gemeiner Pirat, finde ich. Dass er da einfach so aus diesem Kasten rauskommt. Ich denke, wenn man nicht vorbereitet ist, erschreckt es einen einfach zu Tode. So, und wir holen uns hier... Ey, oh, netter Schuss. Das ist dann halt das Schöne, weil so einen Schuss hätte ich nie hinbekommen. Was stand da? Dieses Laskrans... Ach so. Aber wir wollen den Laskran doch gar nicht. Ich meine, wir können ihn aktivieren. Aber bringt das jetzt was? Ja, aber das ist jetzt bloß die Laskran-Konsole. Das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Ja, jetzt tun wir den Kran nämlich hier rüberschwenken. Knallen dagegen die Wand und bekommen hier eigentlich einen Missile-Container. Den könnten wir uns eigentlich sogar gleich holen. Das ist jetzt echt kein so ein großer Aufwand. Wo bist du? Da. Dass wir das einfach kurz machen. Aber wo ist der zweite Schaltkreis? Das frage ich mich jetzt gerade. Ich dachte eigentlich, der war auch dort oben gewesen. So muss ich dort jetzt reinspringen. Okay, sehr schön. Wie gesagt, das ging jetzt auch schnell. Und ist an sich ja nochmal eine weitere Super-Missile, die wir jetzt dabei haben. Und die kann nie schaden. Du bist es auch nicht. Wo war denn dieser primäre Schaltkreis? Um das Schutzschild zu deaktivieren. Der eine war hier. Ach so. Ja, gut, okay. Habe ich nicht mehr gewusst, dass es so einfach war. Okay. Von mir aus. Hör auf, die zu drehen. Gott, verdammt nochmal. So. Und dann gehen wir jetzt tiefer rein. Und holen uns erstmal die Geschütze. Ja, wir können sie natürlich auch eingefrieren und damit eine Missile killen. Nö. Wow. Okay, nee, das bringt gar nichts. Dann doch lieber die gute alte Powerbeam-Methode. Da hätten wir die Geschütze deaktivieren können, ist aber auch nicht so wichtig. Wir können sie auch schnell kaputt machen. Und sollten hier jetzt eigentlich ein paar Piraten gegen uns haben. Ja. Ein paar Tarnpiraten. Hä? Achso, war nicht voll aufgeladen, deswegen. Wirklich ein komplett voll aufgeladener Chargebeam. Tötet ja alle Arten von Piraten gerade eben noch. Nee, doch nicht. Okay. Die halten wirklich ein bisschen mehr aus. So, wo bist du? Hier ist auf jeden Fall noch einer. Man kann sie ja so ein bisschen sehen. Ist eigentlich ganz cool, die auch so zu bekämpfen. Okay, hier ist vielleicht doch keiner mehr. Hä? Es waren doch hier drei Piraten. Dann halt nicht. Wow, hi. Kommst du denn jetzt her? Bist du echt hier hochgelaufen? Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Okay, das ist schon ein bisschen mies, wenn man nicht weiß, oder wenn er einen nicht verfolgt, dann weiß man nicht unbedingt, wo er steckt. Okay, ach so, die halten kaum mehr was aus. Also nicht unbedingt mehr als einen Chargebeam. Ah, ja. Okay, dann ist ja gut. So, und damit haben wir hier eine neue Piratenart, und zwar die Wavebeam-Piraten. Und zwar haben die Piraten einfach die Wavebeam-Technologie genutzt und haben ihre eigenen Piraten gemacht, die jetzt nur noch gegen diese Beamart anfällig sind. Also die Piraten schon echt
ja, gut dabei, kann man sagen, mit der Forschung. Da wirklich solche Piraten zu machen, die jetzt bloß noch gegen eine gewisse Waffenart anfällig sind. Und ja, auch ziemlich austeilen können, tatsächlich. Die Piraten sind nicht wirklich angenehm. Vor allem die Wavebeam-Piraten sind ganz, ganz gefährlich. Vor allem in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Weil, ja, der Wavebeam ist zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger die schwächste Waffe. So gesehen, kann ich mal... Danke, meine Güte. Was war das denn von Rumgehampel? Da soll gleich nochmal einer kommen, genau. Du kommst da jetzt aber nicht vorbei und bist Geschichte. Das war ja doof gerade eben. So, Eisbeam. Guten Tag. Lasst euch einfach nicht stören. Geht einfach euren Ding nach. Wunderschön. Für dich brauchen wir... Du bist, Bendizium, genau. Ich wusste gerade nicht mehr, war es Benzium oder Bendizium. Eins von den beiden ist die Plattform. Du bist die Plattform, nicht wahr? Ja. Okay. Gut. Aktivieren wir das noch schnell. Und gehen hier hoch. Da drüben. Und gehen hier weiter. So, oh, mehr Wavebeam-Piraten. Aber wie gesagt, die sind jetzt echt eigentlich kein großes Problem. Ach, wieso versperrt ihr euch denn? Das ist irgendwie so dämlich, muss man sagen. Dass sie da einfach die Türen zumachen. Weil sie hätten mich ja von dort aus auch echt schön angreifen können. So, wunderschön. Oder waren es gar nicht die Wavebeam-Piraten? Aber ich dachte eigentlich schon, dass die schlimm waren im Hard-Mode. Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen, was da jetzt so die wirklich schlimme Variante war. Achso, alle Stationen, ja, ja, klar. Aber nochmal so ein Hinweis, dass wir jetzt gerade im Unterwegs sind. Aber das ist schon ein bisschen zu spät für die meisten Piraten. Wir haben hier nämlich schon gut aufgeräumt. So, und hoch. Nein, okay. Ach, toll. Pff, ich dachte schon, ich wäre sicher und bin dann trotzdem noch runtergelaufen. Großartig gemacht. Kommen wir vielleicht ein bisschen Leben? Jetzt, wo wir Leben brauchen, bekommen wir Missiles. Was ist das denn? Ich hasse dieses Spiel. Geh wenigstens auf der Mittelplattform, danke. Ist eh ein bisschen doof, gegen den Powerbeam-Piraten hier zu kämpfen. Also einfach so, im direkten Kampf. So, jetzt richten wir mal die Kanone aus, und zwar auf diesen Bereich hier. Zählt das? Reicht das? Wieso hat das nicht... Hilfe. Hilfe. Hallo. Danke. Wir probieren es mal. Ah, das ist eigentlich jetzt ein bisschen zu weit drüben, nicht wahr? Ach, was? Aber wieso ist die denn nicht eingerastet? Hä? Na, toll. Ich dachte eigentlich, das Ding rastet ein. Bei gewissen Punkten tut's aber gar nicht. So, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Und raus, okay. Das passt jetzt perfekt. Und... jetzt... Ach nee, Quatsch, bloß scannen, genau. Ich habe mir gerade überlegt, was muss ich denn jetzt nochmal tun? So, wunderschön. Dankeschön. Das war einfach bloß ein minimales bisschen zu weit drüben. Jetzt passt's aber. Okay, und runter. Das tut... Ja, das tut schon ziemlich weh, muss man sagen. Da sollte man also nicht unbedingt so durchspringen, wie ich es gerade getan habe. Aber hey, egal. Wir haben ja genügend Leben. So, nochmal ein Pirat. Da, genau. Und da haben wir auch ein bisschen... Gibt es mir auch nochmal was? Nee, okay. So, und jetzt müssen wir hier diesen kleinen Turm... Doch, hat mir was gegeben. Diesen kleinen Turm bauen, denn wir wollen auf die zweite Ebene. Das heißt, wir brauchen Rot. Und zwar brauchen wir Rot... Achso, nee, Rot passt schon. Oder? Das ist jetzt so blöd mit dem Hochgucken. Ja, ja, Rot passt schon. Das heißt, wir müssen einfach bloß... Ja, klar, logisch. Wir haben auch gar keinen Einfluss auf Rot gerade eben. Wir können ja bloß das untere hier verschieben und das sollte eigentlich schon passen. Hup, gerade noch so erwischt. Gehen wir Rot nach oben. Na, so viel dazu. Toll, toll gemacht. Toll aufgepasst. Reicht das nicht? Passt das nicht? Ach nee, das ist dort vorne. Ah. Habe ich mich täuschen lassen? Okay. Machen wir es jetzt nochmal.
Na also, jetzt geht's doch. Guck mal. Da habe ich einfach nicht gut genug drauf geachtet, wo das denn jetzt genau hingeführt hat. So, und das reicht doch nicht, oder? Hä? Was tue ich da gerade? Das passt doch aber, ich kann doch aber... Ach nee, ich brauche ja auch blau. Nicht wahr, um auf die zweite Stufe zu kommen? Ja, genau, ich brauche blau. Ja, toll. Blau kann ich jetzt natürlich nochmal komplett drehen, weil das war gerade eben schon richtig. Klar, ich muss es natürlich danach ausrichten. Der Steg zeigt mir bloß, wo es dann... Hä? Ah, ich dachte, es wäre jetzt mitten im Drehen stehen geblieben, weil ich mich dran geheftet habe, aber ich habe nicht gesehen, dass es dort noch entlang geht. Okay, das war jetzt beides mal sehr doof, aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben es hinbekommen, sind hier oben und jetzt können wir rot aktivieren. Oder ist jetzt gelb? Nee, rot. Jetzt rot. So, das heißt, das Außenführende von rot muss jetzt nach links. Genau. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken, was es damit verbindet. Das ist jetzt, ist es vorne oder hinten? Es ist hier irgendwie schwieriger zu sehen, nicht wahr? Es ist vorne, okay. Das ist... Ich habe hier jetzt irgendwie ein bisschen mehr Probleme, das zu sehen, als früher immer. Hm. Aber ja, man sieht, dass es hier nicht war, okay. Und nochmal. Okay, reicht, passt. Und, halt daran. So, und so schon sind wir oben. Geht doch, geht doch. Meine Güte. Das war ja ein bisschen doof. Und schwupp. Und schon sind wir hier oben. Den Schrott können wir da leider noch nicht wegräumen. Das heißt, wir können dort noch nicht hin. Oh, hi, Wavebeam. Mit der habe ich jetzt gerade nicht mehr gerechnet, muss ich sagen. Reicht das? Ja, nicht ganz. Die halten doch ein bisschen mehr aus. Und hier Eis. Öffne dich. Hier müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ja, wobei, die machen nicht so viel Schaden. Wow, ohne Schaden durchgekommen? Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und jo, damit können wir in die tieferen Ebenen der Fesenminen und können hier noch so ein bisschen den Meteorit betrachten. Und den Einschlagkrater. So, wunderschön. Da haben wir ein paar explosive Fässer. Na, zumindest eins. Können wir uns aber wenigstens ein bisschen Leben nochmal holen. Und da zerstören wir jetzt das hier. Damit zerstören wir dort hinten den, oder töten den Piraten dort hinten, der dort drin saß. Und holen uns gleich nochmal einen Missile-Container. Sehr schön. Jetzt haben wir 60 Stück. 60 Stück sind schon ziemlich gut. Ich denke, damit kommen wir weit. Und jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Jetzt haben wir hier nämlich unseren ersten Elite-Piraten gegen uns. Das hat ihm noch keinen Schaden gemacht. Ich hasse das. Okay, er hat die Hand noch nicht gemacht. Ah, schade. Ich dachte, es wäre zu witzig gewesen, wenn eine Supermissile reicht. Lauf mit deiner Hand. Lauf damit. Danke. Und tschüss. Das hat jetzt echt bloß deinen Kopf getroffen. Verdammt. Okay, und das hat man nicht mal wirklich gesehen, aber das war's. Okay. Von mir aus. Und das war unser erster Elite-Pirat. Halt auch nicht so schwierig. Welche Piraten kommen denn da jetzt? Später sind es Schattenpiraten. Jetzt sind es aber Eis, okay. Eispiraten sind, glaube ich, auch ein bisschen eklig. Wobei, damit machen wir mehr Schaden, genau. Wunderschön. Mehr. Da. Und nochmal eine rein. Ja, die sind halt ziemlich einfach, weil man sie eingefrieren kann. Prima. Und das war's mit euch. Dort hinten haben wir nochmal... oh je, ganz, ganz viele. Einige davon sind Einträge. Du bist... Nee. Du bist... Nein. Du bist der Schalter, ja. Das ist natürlich ein bisschen fies, wenn man einfach einen Schalter unter drei Dings versteckt. Unter drei Berichten. Aber gut. So. Machen wir das nochmal schnell.
Ja, jetzt haben wir hier einfach so ein bisschen Giftgas. Können aber ganz schnell hier raus, das wird später ein bisschen interessanter. Das Wavebeam ist natürlich immer ein bisschen ätzend, dann die ganze Zeit wechseln zu müssen. Aber wie gesagt, das Prinzip von den Piraten ist schon cool, von den verschiedenen. Das kann man jetzt so nicht anders sagen. Und tschüss. Noch nicht? Okay, jetzt. Okay, und hier ist das Powerbeam. Die Powerbeam-Piraten können ja aber ganz, ganz schnell draufgehen durch die Supermissile. Die gehen wahrscheinlich auch durch zwei, nicht wahr? Durch zwei normale Beamschüsse drauf. Ja, das ist eigentlich vollkommen unnötig. Da den Dings, die Supermissile zu machen, kostet eigentlich bloß unnötig Missiles. Mehr aber auch schon nicht. So, und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem nächsten Boss. Den können wir hier eigentlich wieder ganz, ganz gerne ärgern. Hier haben wir schon so ein bisschen Systemstörung. Wir können aber eigentlich auch ganz normal angehen. In dem Modus sollte das eigentlich gehen. Hä, wieso spawnt er denn noch nicht? Da, jetzt ist er gespawnt. Und zwar eine unsichtbare Wachdrohne. Die kann man auch ganz schnell so erledigen. Und man sieht, wie schnell das jetzt ging. Wenn man das im Vergleich zu meinem Hard Mode gesehen hat, dann war das einfach ein totaler Krampf. Weil er die ganze Zeit diese Supermissiles abgeblockt hat. Das können die scheinbar manchmal. Aber das ist halt... Aua. Das ist halt echt zufallsabhängig oder wie sie stehen oder sowas. Aber ja, ich hatte da halt bloß ziemliches Pech. Das bringt mir gar nichts, oder? Doch, bringt mir was, genau. Jetzt können wir hier nämlich die Pfütze erledigen. Und können damit dort hoch. Dort rüber. Es war sogar notwendig, das zu machen. So muss man sagen. Dort geht's nicht rein. Dieses Labyrinth ist auch so mies, weil jedes Mal, wenn man ja einen Fehler macht, dann bekommt man auch gleich eine geschoben. Das tut schon ziemlich weh. Vor allem auch wieder bei den höheren Schwierigkeitsgraden tut das ziemlich weh. Wunderschön. Und damit haben wir unser nächstes Item, die Powerbombe. Eine sehr, sehr mächtige Waffe. Die wird es auch ziemlich gut nutzen können. So, und damit können wir eigentlich auch schon gleich wieder raus hier. Weil mit der Powerbombe haben wir vorerst mal alles hier, was wir so holen können. Achso, da drüben geht's raus, genau. Wie viele Powerbomben haben wir denn? Ach, 4 Stück? Ach, krass. Ich wusste gar nicht, dass man so viele am Anfang hat. Aktivieren wir hier gleich eins, um die Trümmer zu erledigen. Wir bekommen ja auf dem Weg raus eh nochmal ein paar. So, hier rüber. Wir könnten eigentlich auch kurz speichern. Ist jetzt aber auch nicht so notwendig. Ach, verdammt nochmal. Ah, ich hasse das. Wenn man gerade so beim letzten Sprung an sich dann vermasselt und dann alles nochmal von vorne machen darf. So, hier rüber. Hier rüber. Und dann hat sich das eigentlich schon. Nein, zu früh gesprungen. Ich wollte eigentlich gerade umwechseln auf den Icebeam und bin dann nochmal auf die Springtaste gekommen. Wie dumm. Ach, ich will doch nur hier raus. So ist es, wenn man es zu schnell machen will. Es funktioniert nie. Wir können fast schon... Den Sprung wage ich mich jetzt gerade nicht, muss ich sagen. Den Sprung traue ich mich. Es funktioniert. Den anderen habe ich mich jetzt aber nicht unbedingt getraut. Der war ein bisschen zu weit. So, hoch. Und jetzt kommt hier nochmal so einer. Aber auch der ist kein Problem. Ja. Gegner besiegen, um Touren zu öffnen. Das kennen wir ja. Wow, vom Chargebeam bekommt er auch schon ziemlich viel auf die Schnauze, nicht wahr? So, da können wir jetzt währenddessen dann seine Kanone angreifen, während er das macht. Es geht da ziemlich gut. Und er streckt da einfach so die Hand die ganze Zeit und absorbiert alles. Und ich mache seine Kanone kaputt. Sehr schön. Jetzt kann ich ihn gerade nicht angreifen und er macht weiter seine Hand. Ach, komm schon. Mach irgendwas anderes. Mach irgendwas anderes. Hallo, jetzt. Hallo. Danke. Du solltest jetzt eigentlich Geschichte sein, oder? Beinahe. Oh, komm schon. Man sollte ihn ja dann eigentlich auch mit Missiles angreifen können.
wenn ich das so richtig weiß. Aber es geht halt einfach nicht. Man kann ihn halt null angreifen dann. Ach, jetzt... Ich hasse die Viecher deswegen. Ich habe nicht getroffen, was? Oh. Danke, meine Güte. Hast du was für mich? Ah ja, okay. Kompletter Energietank ist nicht verkehrt. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Nee, wir müssen eigentlich den normalen Weg rausgehen. Ich habe mir gerade überlegt... hallo? Danke. So, jetzt müssen wir das hier natürlich nochmal machen. Wir können ja aber auch irgendwas sprengen, um das wieder aufhören zu lassen. Ich glaube, die untere Platte, oder? Das können wir mal kurz machen. Hier, glaube ich. Ja. Genau. Und da können wir das wieder deaktivieren. Und dann passt das. Dann müssen wir da nämlich nicht immer die ganze Zeit, hinmachen. Und wir bekommen hier noch was Kleines. Und zwar einen Energietank sogar. Okay. Der ist praktisch. Ich war mir nicht mal ganz sicher, war es Energietank oder war es Missile Container. Mein Energietank ist ja, wie gesagt, sehr praktisch. Wunderschön. Damit haben wir das. Und, können hier hoch. Wupp. Na, verdammt. Hoch mit dir. Sehr schön. Die Frage ist jetzt halt, wie wir es machen, weil wir ja hier noch ein Artefakt haben zu holen. Von diesem einen Typen. Wir können aber jetzt hier schon raus. Wo führt denn uns das hin? Hier raus. Das ist durch die... Ja, oh Gott, gar nicht gut. Wo führt uns das denn nochmal genau hin? Brauchen wir auf jeden Fall genau eine Powerbombe. Führt uns das nicht irgendwo zu Fendrana? Ach, hier rein. Ah, verdammt. Da geht's dann zwar auch, wo ist denn der Schacht jetzt? Da geht's dann zwar auch... Wo geht's denn da jetzt genau hin? Also oben. Oben kommt man dort auch raus. Ich glaube, das ist auch... habe ich Fendrana gesagt? Ich meinte eigentlich Tal und Oberwelt. Das ist, glaube ich, auch die Tal und Oberwelt. Bloß nochmal ein anderer Transporter. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Okay, lasst mich in Ruhe. Okay, hier kommt keiner. Gut. Damit sollten wir eigentlich... Achso, nochmal ein Aufzug. Aber im nächsten Raum sollten wir dann eigentlich wieder in dem Raum sein, wo wir die, den Turm so verschieben können. Dann können wir dort in die dritte Stufe und sind eigentlich schon wieder draußen. Das wollte ich nicht. So. Ah gut, okay. Zuerst noch den Raum, aber der ist auch kein Problem. Wir können uns hier auch ganz easy treffen lassen, macht eh kaum Schaden. Und wir kommen so ziemlich schnell hoch. So, jetzt gehen wir dort rüber. Und sprengen erstmal das hier weg. Wunderbar. So, jetzt müssen wir Gelb verbinden. Gelb muss... Nicht auf die Seite, nicht auf alle drei Seiten, also auf die hintere Seite. Okay. Ja, okay, man muss es sehr langsam angehen. Hä? Was ist denn jetzt? Wieso geht's nicht mehr? War ich zu früh draußen? Okay, jetzt. So, jetzt ist Gelb an sich ausgerichtet. Sollte es zumindest sein. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt... gar nicht hier rüber. Klar, wir gehen ja eine Stufe weiter runter. Genau. Hier runter. Und richten Gelb jetzt nach Gelb aus. Ja, keine komplette Umdrehung. War ja klar. War ja klar, dass wir das machen müssen. Da verlegt. Und das untere müssen wir auch noch einmal drehen. So. Jetzt, wie gesagt, das untere. Es ist halt eine Katastrophe, wenn man dort irgendwo was falsch macht, weil man dann wieder komplett nach oben muss und dafür den Turm ja wieder schieben muss. So, das soll jetzt aber reichen. Wunderbar. Gehen wir hier nach oben. Das passt schon mal. Passt das jetzt oben auch noch? Ja. Und das soll jetzt auch passen. Sehr schön. Oh, halt. Gut, dass wir nochmal eine Powerbombe haben. Puh, das wusste ich jetzt echt nicht mehr, dass wir da nochmal eine brauchen. Und damit haben wir jetzt ein neues Item. Gar nicht so neu in der ganzen Metroid-Geschichte, aber... Ja. Neu in der Hinsicht, dass wir es... Nee, gar nicht neu. Wir hatten es ja schon mal. Genau, klar. Und zwar den Grapple Beam hatten wir ja ganz am Anfang. Und der ist jetzt auch wieder dabei. Okay.
So. Ich habe auch gelesen, dass hier jetzt kein Metroid mehr kommt. Genau. Früher kam hier jetzt ein Metroid. Ich weiß nicht, wieso sie es rausgenommen haben, aber sie haben es scheinbar echt rausgepatcht. Dass da, oder was heißt rausgepatcht, aber ja, es ist einfach nicht mehr dabei. Dass da wirklich so ein Metroid kommt. Wie gesagt, keine Ahnung wieso, weil das war jetzt nicht so schlimm. Da Metroid, hä? Was war denn das jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wo müssen wir hier überhaupt hin? Hä? Also war ich dort schon richtig, oder wie? Ach, dort hoch muss ich jetzt. Da ist nochmal ein Becken. Jetzt verstehe ich. Oh, das war cool. Da konnte ich mich so an der Kante kurz festhalten. Dort drüber, hier runter und hier raus. Okay. Wunderschön. Hallo. Damit sind wir wieder hier draußen und ja, können auf dem schnellsten Weg... Oh, das war blöd. Na, wobei. Na, es geht. Es geht eigentlich, weil wir gehen dann eh den normalen Weg wieder rein, weil wir dort dann gleich ein Artefakt holen können und... Ja... Das ist so die Frage, wie wir es dann genau machen. Das Artefakt können wir dann holen und dann gleich weitermachen und dann müssen wir eigentlich gleich das zweite Artefakt holen, das dort auch noch drin ist. Dann müssen wir dort nämlich nicht mehr rein. In die Fessenminen. Das sollte dann eigentlich alles sein, was wir dann brauchen. So, öffne dich. Du bist weg. Ja, nur ein paar Missiles schaden nicht. Ja, ja, ich weiß noch, hohe Strahlung. Ich war gerade in den Fessenminen. Meine Güte, Spiel. Stell dich nicht an. Du bist weg. Es waren noch mehr Missiles. Wunderschön. Ich nehme gerade alle Missiles, die ich nehmen kann. Die ich kriegen kann. Weil 15 von 60 ist jetzt nicht wirklich so viel. Da will ich doch ein bisschen aufstocken. Prima. Und jetzt gehen wir nicht diese Tür. Diese Tür hatten wir damals über das andere, über den anderen Bereich erreicht. Ja, der Schuss ist natürlich nicht zielsuchend. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. So, und hier können wir jetzt rein. Oder hoch. Und können uns dort nochmal ein Item holen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir dafür den Grapple Beam? Wir brauchen dafür die Powerbomben. Und wir haben keine Powerbomben. Oh. Ist aber, glaube ich, nicht schlimm, oder? Brauchen wir die erst später oder jetzt gleich? Ah, es wäre so ärgerlich, wenn jetzt gleich. Ich glaube aber schon. Du bist noch... Nee, du bist Powerbombe. Verdammt. Brauchen Powerbomben. Ich habe es geahnt, dass es schlecht enden wird. Vielleicht haben wir das große Glück und die Pflanze gibt uns eins. Vielleicht auch nicht. Andere Pflanze zuerst? Okay. Na komm schon. Okay. Du gibst mir gar nichts? Ach doch. Missile. Ah, okay. Das geht da wieder zurück, was... haben wir einen? Nee. Ach. Verdammt nochmal. So, wir können hier... Von dort aus war das... war das eine Powerbomben-Erweiterung? Ich weiß es gar nicht. Weil wir haben... so... Wir haben hier nämlich eine unsichtbare Plattform. Sieht man auch, wo der Regen auftrifft. Und deswegen kommen wir dort rüber. Ich frage mich jetzt bloß, was das für ein Item war. Ja, Missile-Container, verdammt. Ich hatte gehofft, wäre das nämlich ein Powerbomben-Container gewesen, das wäre super. Ja, wir haben einfach einen zu viel rausgehauen. Auf dem Weg dort nach unten an sich. Das war ein bisschen doof. Und hier zählt jetzt die Zwei-Tür-Regel, oder was? Weil die Gegner nicht respawnen. Ach komm, ne? Hier sind es gar keine Gegner... Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich gerade. Das kostet jetzt natürlich ein bisschen Zeit. Gib mir Powerbomben. Danke. Vielleicht nochmal? Nee, gar nichts. Okay, die eine reicht ja schon. Wir haben ja in den Fessenminen auch schon ziemlich viel gemacht. Das ist es ja. Deswegen geht es eigentlich. Also ziemlich viel gemacht, was wir mit Powerbomben freisprengen müssen. So muss man sagen. So, schwupp. Hier nochmal hoch. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, dass wir da nicht zu viel Schwung bekommen. Ansonsten fallen wir wieder runter. Und damit können wir hier rein. Meine Güte. Das war jetzt aber ein bisschen doof. Hallo? Danke. Okay. Wir gehen dann mal hier nach oben. Dort soll nämlich nochmal ein Missile-Container drin sein. Noch einmal. Ja. Und runter. Achso, doch, hier. Ich habe gerade schon gedacht... War da nichts drin? Hm. So, und jetzt nochmal hier hoch. Wunderschön.
Na komm. So, und damit... Oh, haben wir jetzt was vom Muzzled? Nee. Weil dort oben kommen jetzt kleine Vieh... Ach, aber jetzt noch nicht. Ah, okay. Dann holen wir uns zuerst das Item und dann kommen die kleinen Viecher. Von mir aus. Habe ich auch nichts dagegen. So, und damit haben wir den X-Ray-Visor. Und mit diesem Visor können wir jetzt durch Wände schauen. Und zwar genau so und sehen, dass diese Wände eigentlich alle durchdringlich sind. Beziehungsweise was dort hinter ist. Und für diese Wände brauchen wir jetzt euch da. Weil ihr mir Powerbomben gebt. Und ihr spawnt jetzt die ganze Zeit wieder und gebt mir immer wieder Powerbomben. Genau, den kann ich eigentlich auch von dort oben holen, nicht wahr? Sehr schön, jetzt haben wir zwei Stück. Sprengen wir erstmal hier so ein bisschen die Wände. Okay, ja, ich wollte gerade schon fragen, war es das jetzt oder wie? Dann können wir eigentlich auch das Ding gleich holen. Genau, sehr schön. Weil das führt uns gleich nochmal zum Artefakt. Zum Artefakt der Natur, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Und des Ursprünglichen, des Natürlichen. Oh, keine Ahnung, die Artefakte sind so lange her. Des Lebens, glaube ich, war es, oder? Ich glaube, das ist ein Artefakt der Natur, gibt es gar nicht. Aber es ist das Artefakt des Lebens. Weil es hier so im Grünen ist. Zumindest ist es ein Artefakt und damit haben wir schon 2 von 12. Das hilft uns also. Chozo-Artefakt erhalten. Das ist das Artefakt der Chozo. Das 7. von insgesamt 12. Oh. Das Artefakt der Chozo hier. Hm. Wusste ich jetzt nicht mehr. Ich hätte schwören können, das Artefakt der Chozo ist irgendwo in den Chozo-Ruinen. Aber es ist manchmal von den Bezeichnungen ein bisschen knifflig zu wissen. So. Aber wir können jetzt hier erstmal raus... aus dem Gebiet. Wir haben hier nämlich alles, was wir wollten. Den Grapple Beam und den X-Ray an sich. Gut, den Grapple Beam haben wir aus den Felsenminen. Aber ja, der X-Ray war halt wichtig. Nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt keinen Punkt im Spiel, wo man den X-Ray unbedingt braucht. Aber es ist sehr angenehm. Bitte lass mich jetzt nicht runterfallen. Ich bin gerade mitten im Sprung. Das ist so mies gerade eben. Komm schon. Oh Gott, wo bin ich denn? Hä? Wo bin ich denn gelandet? Was war das denn? Ich glaube, ich bin dort gelandet, wo ich landen sollte. So, mit dem X-Ray Visor können wir die Viecher jetzt halt verfolgen. Und können sie ja mit einer Supermissile töten, was sehr viel vereinfacht. Das sind 3, nicht wahr? Ja. Weil wir sie jetzt halt auch die ganze Zeit verfolgen können. Und das war es nicht mit dir, verdammt. Das aber. Okay, wunderschön. So, darf ich jetzt weitermachen? Danke. Prima. Und jetzt können wir auf dem Weg nach draußen. Das war jetzt echt merkwürdig, dass ich dort dann irgendwie, wie gesagt, dort gelandet bin, wo ich sollte. Aber ja, dann trotzdem noch an sich in der Sprunganimation war. Das sah recht merkwürdig aus. So. Und hoch mit dir. Und das war's eigentlich schon. Na, der Sprung ist zu weit. Das wage ich jetzt nicht. Weil ansonsten können wir den ganzen Weg nochmal laufen. So, aber sehr schön. Mit dem Artefakt jetzt auch schon geholt. Müssen wir natürlich auch hier nicht nochmal hin. Das ist natürlich auch eine praktische Sache. Sondern können gleich hier runter. Und beziehungsweise können das ganze Gebiet dann vergessen. Weil wir es nicht mehr brauchen. So, 3 Powerbomben haben wir auch wieder. Das ist auch wieder eine sehr schöne Sache. Und ja, damit können wir auch schon wieder zurück. In die Felsenruinen. Felsenminen. Ich hab's heute echt mit meinen Namen, ne? Also vor allem von den Gebietsnamen halt. Ich bin froh, dass ich nicht mehr alles, dass ich alles als Norfair bezeichne. Das ist aber schon mal das Mindeste, was ich tun konnte. Und jetzt versuche ich mich noch zu verbessern bei den anderen Sachen. Da drüber. Da brauchen wir das da. Oh, das war sehr schön. Ach nee, halt. Ach, es hat leicht lila geschimmert. Ich dachte eigentlich, aber hier brauchen wir dann gleich lila. Nee, ist auch weiß. Okay, ich dachte eigentlich, dann ist der erste Raum in den Felsenruinen lila oder keine Ahnung. Irgendwas hier braucht auf jeden Fall einen lila Beam, also den Wave Beam. So. Und damit sind wir wieder zurück.
Und wie gesagt, holen dann auch gleich das nächste Artefakt. Das wäre ansonsten echt Blödsinn, hier nochmal hinzugehen, bloß wegen dem Typen. Und das ist nicht der größte Umweg. Wir können jetzt hier natürlich direkt wieder reingehen. Und werden, hallo. Wir werden wieder direkt drin, also dort, wo wir den... dort, wo wir den... ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Dort, wo wir den Grapplebeam herhaben. Meine Güte, wow. Das hat jetzt gedauert. Okay, wir haben die ganzen Typen getötet und wir haben hier einen Metallcontainer. Sehr schön. Aber dadurch würden wir jetzt, wie gesagt, das eine Artefakt verpassen. Und das will ich eigentlich ganz gerne haben. Und deswegen holen wir es uns. So, was wir uns hier jetzt auch holen könnten, wäre... Na, ich will nicht immer den Visor wechseln. Was wir uns hier jetzt auch holen könnten, wäre der Flammenwerfer, die Missile-Beam-Kombo für den Plasma-Beam, den wir noch gar nicht haben. Deswegen können wir es uns ja auch noch gar nicht holen, verdammt. Nicht dran gedacht. Oh, halt, verdammt, ja, Plasma-Beam. Jetzt, wo ich es gerade sag, das war das andere Item. Oh, verdammt. Vergessen, vergessen. Wir hätten dort nachgucken, ja, egal. Ich wollte gerade sagen, wir hätten dort nachgucken können, wo es dorthin ging. Stimmt ja. Wir brauchen ja nicht nur... Also der Grapplebeam... Wir brauchen den Grapplebeam, für die... Wir brauchen die Powerbomben für sowohl den Grapplebeam als auch den X-Ray. Wir brauchen aber die... den Grapplebeam dann für den Plasmabeam. Stimmt. Das war jetzt ein Item, das ich vergessen habe. Gott sei Dank habe ich noch früh genug dran gedacht. Das wäre sonst nämlich echt blöd gewesen. Gut. Dann machen wir es halt so. Tal und Oberwald, genau. Und jetzt der schnellste Weg zur geothermalen Kernhalle führt eigentlich... Führt das über... Ich frage mich gerade, ob das über die Chozo-Ruinen führt. Eigentlich nicht. Aber durch die Fregatte wäre jetzt halt Blödsinn. Das heißt, wir müssen kurz den Aufzugweg gehen. Nein, 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 nein. Kein... Ach, verdammt, kein 360 in der Luft. Das war jetzt doof. Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Dass wir, wie gesagt, den Plasma-Beam ja noch brauchen. Sonst hätte ich mir den ja natürlich gleich holen können. So, das heißt, wir gehen jetzt hier entlang und hier dann durch den Aufzug. Dann kommen wir in... Dann kommen wir in den Ruinen der Chozo raus. Und dann gehen wir gleich wieder hinter Schiff. Also jetzt sind wir ja... jetzt sind wir hinter dem Schiff, hinter der abgestürzten Fregatte. Und dann können wir ja vor die abgestürzte Fregatte gehen. Gehen dort wieder in die, ja, in die Höhlen von Magma und dann runter. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir so haben. Oder die beste Möglichkeit tatsächlich. Also dann machen wir es so. So, hier sind wir auch gleich dann dort oben. Ja, das ist eigentlich das Sinnvollste. Alles andere macht nicht arg viel Sinn. So, und runter mit dir. Wunderschön. Und hier nochmal runter. Ist das natürlich ein bisschen Aufzuggefahr, aber ja. Ansonsten geht das eigentlich. Die Tal- und Oberwelt wieder. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir uns halt den kompletten Bereich der... gespart. Wie gesagt, der Fregatte. Weil die Fregatte nochmal komplett zu durchgehen, das würde halt eine halbe Ewigkeit dauern. Und deswegen lassen wir das lieber. Schon allein das dauert eine halbe Ewigkeit. Aber es gibt keinen wirklich besseren Weg in die Höhlen von Magmor. Wir kriegen gleich dann einen Weg in die Höhlen von Magmor, stimmt. Wenn ich mich hilfe. Na, da wollte ich nicht unbedingt entlang. Aber egal. Wir haben ja den Gravity Suit. Das heißt, wir können auch hier ziemlich schnell entlang gehen. Ja, Grabkäfer, Piraten, alles Mögliche. Ist mir doch egal. Ich gehe einfach weiter. Tschüss. So. Und wie gesagt, damit sind wir auch schon auf dem schnellsten Weg in die Höhlen von Magma wieder. Und das ist eigentlich auch die sinnvollste Route, die wir gehen können, echt. Weil alles andere macht eigentlich keinen Sinn. So, wie viele Artefakte haben wir schon gefunden? Zwei.
Zwei Artefakte schon. Hm, ist natürlich noch nicht so viel. Aber ja, von 11 an sich noch gesehen, weil das 12. kriegen wir ja direkt beim Artefakt Tempel, geht es eigentlich. Ich muss dann an sich bloß wissen, wo alle sind. Am besten auch ohne den Tempel zu erreichen, dass wir dort bloß einmal hingehen müssen. Wird natürlich ein bisschen knifflig. Hm. Aber ich denke, wir werden schon finden. Die zwei in den Fessenminen finden wir dann gleich, kann man sagen. Und dann geht es eigentlich auch schon an die große Suche. Das ist es ja. Dann haben wir 4 Stück. 4 von 11. Ha. Na, wir werden sehen. Wir werden wirklich sehen, wie es läuft. Ob wirklich oder ob ich vor allem alle Freischnauze finde oder nicht. Die beiden in den Chozo-Ruinen. Ja, die meisten können wir uns jetzt schon holen. Uns fehlen da wirklich bloß noch 2 große Items. Und die meisten können wir auch schon so holen. Mal sehen, ob wir da irgendwelche auf dem Weg gerade finden. Wir haben noch eins in diesem Lavasee. Da kommen wir jetzt aber gerade gar nicht vorbei. Wir müssen ja gerade in die Richtung. Das ist das Problem. Ansonsten hat es hier aber, glaube ich, in Magmor keine mehr, oder? Also wir haben ja schon das, das Artefakt des Mutes, des Kampfes. Ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Welches? Es war irgendwie so in der Richtung. So, hier können wir jetzt natürlich sehr viel schön entlang mit dem Grapple Beam. Das ist also da ein Vorteil. Aua, aua. Schwupp. Da haben wir... Ich hasse das, dass man da die ganze Zeit wechseln muss. Das ist schon ein bisschen ätzend. Dieses ganze Gewechsel zwischen Ice Beam und Wave Beam. Vor allem die beiden Waffen braucht man halt am meisten. So, und damit sind wir doch hier in der geothermalen Kernhalle. Und hier können wir jetzt ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise müssen natürlich auch weitermachen, um das Item hier zu bekommen. So, schwupp. Hier rüber. Sehr schön. Und dann lösen wir das Rätsel mal. Indem wir die ganzen Platten hier nach oben schieben. Und damit ist Rätselzeit. Dann gehen wir hier hoch. Dich können wir gleich verschieben. Ansonsten kommen wir dort auch gleich nicht weiter. Sehr schön. Gehen wir dort rüber. Und aktivieren dich nochmal. Und dann hat sich das schon. Wunderbar. Und wir haben eine Powerbombe, das ist auch sehr wichtig. Na komm. Sehr schön. Hä? War es das noch nicht? Ach, dich müssen wir jetzt nochmal. Nö. Hä? Was war denn jetzt? Ach so, klar, wir müssen da jetzt hoch. Genau, genau. So war das. Und jetzt dort rüber nochmal. Ja, ja, ich weiß es wieder. Genau, und dort oben haben wir jetzt die Bombenmulde. Okay, prima. Und damit sehen wir, dass die ganze Decke eigentlich bloß ein Fake war und wir hier eigentlich noch viel weiter höher kommen. Und das ist jetzt einer der gefährlichsten Passagen im ganzen Spiel. Nicht mehr, weil es wehtun kann und weil es einen schnell tötet, sondern weil, wenn man runterfällt, man einfach alles nochmal machen kann. Und das ist einiges, was man hier machen muss. Wie man hier gleich sehen wird. Deswegen hier schön vorsichtig sein, nicht, zu gierig sein, sondern einfach bloß ganz normal die Sachen machen. Und den Viechern am besten auch nicht treffen lassen. Okay, das Vieh haben wir erledigt, das hilft schon mal. Hier können wir uns frei bewegen. Oh Gott, wow. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das ist auch so ultra eklig, ich hasse das. Weil man da halt ziemlich viel Speed aufbauen kann. Aber es reicht, wenn man Z gedrückt hält, um es zu aktivieren. So, ach so, runter, genau. Man hätte auch dort jetzt gleich rübergehen können, aber das war mir auch ein bisschen zu gefährlich. Na komm. Du bist mir auch gerade zu gefährlich. Ihr seid mir egal, genau, sehr schön. Einfach die ganze Zeit Z gedrückt halten. Man kann jetzt auch hier die ganze Zeit hoch einfach, das geht so viel schneller. Und eigentlich muss man auch wissen, dass man eine Bombe legen kann, weil das hat man hier auch schon machen müssen, um hochzukommen. Und damit haben wir es beinahe geschafft. Bloß noch der Weg. Ja. Hier runter.
Wunderschön. Ah, es ist immer so ein Balanceakt tatsächlich hier oben. Ich hasse das. Das ist echt cool, aber ich hasse es auch. So, wir legen hier oben jetzt gleich eine Powerbombe. Das hilft ungemein, um dort nicht einfach irgendwie unkontrolliert runter zu kugeln. Und damit haben wir es geschafft. Sehr schön. Und haben hier unsere nächste Waffe. Und zwar, wie schon verraten, den Plasma-Beam. Es war aber echt dämlich, dass ich da, ja, ich bin da drauf gekommen so, oh, warte mal, da ist der Plasma-Beam. Ach ja, wir haben den ja noch gar nicht so. Oh. Wunderschön. Und damit haben wir jetzt alle Waffen vollständig und ja, mit dem Plasma-Beam auf jeden Fall auch den stärksten. So, jetzt ist gerade mal die Frage, wir gehen hier wieder hoch. Der Lavasee wäre halt hier. Boah, es ist schon ein Umweg. Die Frage ist, wieso haben wir das nicht? Was ist denn da? Da ist kein Artefakt mehr, oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube zumindest mal nicht dran. Die Frage ist, kommen wir hier nochmal runter? Müssen wir hier nochmal rein? Das weiß ich jetzt halt nicht genau. Das ist jetzt gerade mein Problem. Ob wir hier nochmal reinkommen so wirklich oder nicht auf der Suche. Da habe ich mich jetzt gerade nicht ausführlich genug informiert. Hm. Wo gehen wir jetzt entlang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, der richtige Weg. Wir können an sich jetzt mehr oder weniger auch schon auf Artefakt gucken. Das ist eigentlich gar nicht so blöd, ne? Dann machen wir das wirklich zum Schluss. Dann gehen wir jetzt nochmal nach Findrana. Und gehen doch dann einfach über einen anderen Weg in die Pheasant-Minen. Weil jetzt sind wir so nah an Findrana, da wäre es Blödsinn, die Artefakte nicht zu holen. Und das letzte Item hilft uns wirklich bloß bei einem Artefakt in den Pheasant-Minen. Und gute Leute können das sogar ohne holen. Zwar halt bloß mit genügend Dings, ganz klar. Mit genügend Leben. Aber es geht auch ohne. Deswegen, eigentlich haben wir jetzt alles, um alles zu holen. So, außerdem, was wir jetzt haben, ist der Plasma-Beam. Der ist halt sehr, sehr schön, weil er macht unglaublich viel Schaden, verbrennt Gegner. Und er schützt sie auch ein, wenn man sie mit dem Charge-Beam trifft. Also alles eigentlich ziemlich, ziemlich schöne Sachen. Das einzige Problem von ihm ist, er ist klar nicht zielsuchend und B, er hat eine ziemlich geringe Reichweite. Aber ansonsten eigentlich ein Top-Item. So, holen wir uns hier in Findrana gleich alle. Oh, bekomme ich da noch alle zusammen? Das ist das im Chozo-Tempel. Das ist oben und das ist der Turm. Ich glaube, das Artefakt der Welt, der Sonne und... nochmal eins. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zuerst zur Klippe. Die ist hier, genau, die Eisschlucht. Wie das Artefakt heißt, weiß ich gerade nicht mehr. Also das, was wir jetzt holen. Das ist... Oder ist das die Welt? Hm, ja, was war denn das andere? Keine Ahnung. Ist immer wieder interessant, so ein bisschen sich Gedanken zu machen, wie die... Oh, halt, dort kann ich ja rein. Jetzt können wir dort ja rein. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, das Eis zu sprengen. Und können hier nochmal einen Missile-Container mitnehmen. Wunderschön. So, wechseln hier nochmal um. Und... Jetzt ist die Frage, wie gehen wir, wie laufen wir? Vielleicht nicht durchs Wasser, oder? Okay, vielleicht doch durchs Wasser. Weil beim Wasser kommen wir jetzt halt ganz unten raus. Aber wir sollten eigentlich am schnellsten sein, was die, was diese Becken angeht. Und diese Höhlen. Ich glaube, dort kommen wir jetzt schneller durch, oder? Weil jetzt sind wir ja gleich schon beim Gravitationssee, also wo wir die, den Gravity Suit her haben. Und von dort aus sollte es eigentlich relativ schnell gehen. Wir werden sehen. So, hier haben wir das. Wupp. Ja, das läuft bisher ganz gut eigentlich. Also ich kann mich jetzt gerade nicht beschweren über die Route. Weil wir sind jetzt eigentlich auf dem zweiten Verbindungsweg in Richtung Eisschlucht. Das Problem ist halt bloß, wir müssen ganz nach oben. Wir sind jetzt halt ganz unten. Das ist das Problem, wenn man den Wasserweg geht. Aber wir wären hier eh nicht unbedingt schöner reingekommen, weil der einzige Weg ist ja bloß hier oben, nicht wahr? Ja, ein Stockwerk oben nochmal. Aber ganz nach oben kommt man ja gar nicht. Ja, schon wieder. Wieso denn immer?
Reicht das? Nee, hat nicht gereicht. Und das meine ich halt, die Reichweite von dem ist nicht unbedingt hoch. Das heißt, das ist eine Nahkampfwaffe, da ist er aber tödlich, wie man sieht. Gut, die Viecher haben eh noch nicht viel ausgehalten, aber trotzdem. Starke Waffe auf jeden Fall. So, hoch mit dir. Hoch da. Das reicht doch nicht, oder? Ach da, guck mal. Wollte gerade schon sagen, dass... Nein, was? Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Wenn man sich dann nicht festhaken kann, wenn man im blöden Winkel schwingt. Da muss man immer so vorsichtig sein. Das ist immer so, ja, so blöd, wenn man da zu voreilig ist. Ach, schade, schade. Aber gut. Bekommen wir hin. Machen wir es einfach nochmal. Dann haben wir gleich nochmal ein Artefakt. Ja, ich denke, das kann schon ganz gut... Nein, okay, danke, wow. Das wäre beinahe schon wieder schief gegangen. Aber bloß, ich sollte einfach dann nochmal den nächsten Schwung abwarten, ganz klar. Aber es ist halt so, wieso nochmal schwingen, wenn man eh schon da ist? Halt! Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Genau hier ist nämlich ein Artefakt. Und das ist das mieseste Artefakt überhaupt. Das, jeder, der sagt, die Artefakt-Tour ist knifflig, wegen dem Artefakt, gebe ich vollkommen recht. Choso-Artefakt erhalten! Dies ist das Artefakt des Geistes, das 11. von insgesamt 12. Okay, das Artefakt des Geistes. Und wir haben jetzt 3 Stück. So, jetzt gehen wir am besten wieder über den Wasserweg. Gehen wir hier wieder zur Jägergrotte, zur Firnspitze. Zur Firnspitze und dann nicht oben raus, sondern hier raus, weil wir müssen hier hin. Ja, das ist eigentlich sinnvoll, dann dort rüber zu gehen. Okay, das heißt, muss man dann unbedingt unten runter? Wir können auch hier entlang gehen, oder? Achso, nee, dadurch kommen wir ja dann zum Gravitationssee, nicht wahr? Das wollen wir ja dann nicht unbedingt, zumindest zum anderen Bereich. Und der hier ist ja auf jeden Fall schneller, weil wir dort den Grapplebeam-Punkt haben. So, damit können wir uns dann auf jeden Fall 3 Artefakte holen und sind dann gleich wieder in den Höhlen von Magmor. Da, das meine ich halt. Das ist so viel schneller, hier durchzukommen. Sehr schön. Jetzt sind wir hier halt wieder ganz unten. Das, ja, ich klinge gerade wie eine kaputte Schallplatte, aber es ist so, dass wir uns jetzt halt auch hier ganz unten im Wasser befinden und eigentlich ganz hoch müssen. Aber egal. Wir haben jetzt dort hinten in der Fendranischen Schlucht auch nochmal einen Powerbomb-Container verpasst. Was heißt verpasst? Wir haben ihn absichtlich nicht geholt. Ich hoffe mal nicht, dass er wichtig wird. Sollte er eigentlich nicht. Wir hatten ja bisher eigentlich ganz, ganz gutes Glück, sagen wir mal, mit den... Ach, komm, ne? Wollte ich jetzt mal nicht aufladen. Aber wir hatten eigentlich bisher... Oh, wo wir gerade vom Teufel sprechen. Powerbombe. Wir hatten eigentlich ganz gutes Glück mit den Powerbomben-Drops. Die werden später nochmal ein bisschen wichtiger. Schauen wir mal, wie wir da dann welche bekommen, aber es wird schon laufen. So, hier müssen wir jetzt weiter nach oben. Noch eins weiter, nicht die 2 weiter, das sind ja das letzte Mal gegangen. Diesmal gehen wir nur das eine weiter und genau hier rein. Da brauchen wir lila, genau. Da brauchen wir hier gleich weiß. Ja, das ist natürlich auch ein gewisser Umweg, aber wir können es nicht ändern, wir müssen die Artefakte sammeln. Ja, ja, komm. Hilfe, ich sehe nichts. Danke. Rüsten wir gleich mal den Plasma-Beam aus, weil der ist auf jeden Fall der stärkste Beam überhaupt. Und gehen hier nochmal durch. Der Großteil der Viecher ist ja hier wirklich weg. Das Einzige, was hier jetzt gerade immer echt noch übrig sind diese Kanonen. Und auch die können nicht so viel... Oh, und die Metroids, okay. Die sollten eigentlich auch, ja, mit einem Plasma-Beam tot sein. Hätte mich gewundert, wenn nicht, weil der Plasma-Beam haut halt echt rein. So, ist jetzt gut oder wie? Ne, ist nicht gut. Okay, Metroid, du kannst mich aber auch so ein bisschen verfolgen. Kann nicht sein, dass es gleich einen Schocker gibt, wenn es mich am Kopf trifft. Ne, gerade eben ist noch friedlich. Tschüss. Tja, das passiert mit friedliebenden Metroids. Sie werden einfach gegrillt. Okay, damit haben wir auf jeden Fall die, Ach, ihr seid auch wieder da? Damit haben wir auf jeden Fall die Leben aber wieder. Sind hier schon durch. Du bist das zweite Ding.
Na komm, ja, jetzt. Wunderschön, hier durch. Es wird jetzt natürlich wieder ein bisschen eklig. Aber so schnell wie möglich einfach hier weiter. Ja, ja, die zwei Piratenlabore sind nicht einfach, das zu machen. Also da immer wieder durchzugehen. Wow, wow, was meinst du denn für Moves? Krasse, krasse Moves, ja. Cool gemacht auf jeden Fall, nur ist mir relativ egal. Ich bin einfach weg. Okay, der ist im Feuer gestorben, wow. Dass es so viel Schaden macht. Dadurch, hierdurch, ich sehe nichts. Lauf ich gegen eine Wand? Lauf ich richtig? Ach. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Verdammte Dinger. Das ist... Achso, ja klar, ich habe ja eh keine Karte. Das ist... Hätte mir eh nichts gebracht. Da. Oh, man kann auch einfach durchdrücken. Ah ne, durchdrücken kann man einfach zurückwechseln. Oh, das ist aber sehr angenehm. Gut zu wissen. Und wenn ich dann den Powerbeam haben will, kann ich einfach bloß ganz normal die Taste drücken. Das ist sehr, sehr schön. Das wusste ich jetzt nicht. Immer noch mehr? Halt, Quatsch. Was tue ich denn? Hier. Da kann ich dann auch die Taste drücken. Ah ja, tatsächlich. Nochmal eine zweite Welle. Ihr habt keine Chance gegen mich. Keine Chance. So, das ist der richtige... Das ist der falsche Turm. Da ist der richtige Turm, genau. Das heißt, wir gehen jetzt dort rein. Machen das hier kaputt. Also, das hier... Hallo, danke. Machen das hier kaputt, haben die Fensterscheibe dadurch kaputt gemacht und können jetzt diese Energiedinge oder sowas von diesem Turm zerstören. Sehr schön. Und haben damit gleich Zugriff auf das nächste Artefakt. Prima. So, und runter. Hilfe? Wohin? Da entlang. So, da, sehr schön. Gib es mir. Chozo-Artefakt erhalten. Dieses ist das Artefakt der Ältesten. Das dritte von insgesamt 12. Verdammt, doch nicht das Artefakt der Welt. So, damit haben wir schon 4 Stück. Artefakt erhalten. Jo. Hilfe? Okay. Und ich meine, wenn wir da nochmal eins haben, haben wir 5. Dann die zwei in den Fessenminen. Haben wir 7. 7 von 11. Okay. Jetzt muss ich bloß überlegen, wir müssen eigentlich hier raus. 7 unter 11 heißt noch 4. Ja, und der Rest liegt dann eigentlich in Dings in der Tal- und Oberwelt und den Chozo-Ruin. Ich hoffe mal, das ist jetzt richtig hier. Ich schaue jetzt gerade mal nicht auf die Karte, aber sollte eigentlich, oder? Äther. Nee, nee, das ist falsch. Das ist genau falsch. Äther ist absolut falsch. Aber nochmal zurück. Ich muss mich gerade eh drehen, aber ich kann gerade wieder nicht. Verdammt, ich hasse das, wenn man den falschen Weg geht. Ich hätte einfach gucken sollen. Na gut. Ja, aber dann muss ich echt noch überlegen, wo die restlichen Artefakte sind. Haben wir jetzt alle in Magmor? Nee, Quatsch. Magmor holen wir gleich dann. Genau. Das fehlt ja dann noch. Genau. Stimmt. Dann sind es ja größtenteils bloß noch die in den Chozo-Ruin. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht mehr unbedingt, welche die waren. Oder was das für welche waren. Hm. Ich werde doch wohl noch alle Artefakte zusammenbekommen, oder? Das ist doch eigentlich so das Mindeste, was man so tun kann oder tun muss. Hallo? Ah, da. Na, jetzt komm schon dort hoch. Das ist doch wohl das Mindeste. Ich hab doch den Plasma-Beam ausgewählt. Ja, ihr habt mich gesehen. Schön für euch. Tschüss. Tschüss. Wollen hier einen auf Stress machen. So, runter mit dir. Wohin lang? Da lang. Okay, jetzt einfach hier und hier dann so. Genau, da sind wir dann schnell raus. Sehr schön. Na komm schon. Hallo? Wow, weil ich einfach zu dicht dran stand, habe ich es nicht mehr erwischt. Du durch und jetzt sind wir wieder draußen.
Meine Güte, diese Piratenlabore immer, ne? Das ist... Es ist echt immer stressig. Okay, und wie gesagt, damit sind wir wieder draußen. Und jetzt müssen wir zum Chozo-Tempel. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Wir können uns jetzt auch nochmal... Ja, egal. Ich habe mir gerade überlegt, wir könnten uns jetzt theoretisch nochmal den Energietank holen. Ist aber eigentlich vollkommen egal. Wir haben eigentlich genügend Energie, um das Spiel auch wirklich so durchzubekommen. Auch von den Missiles soll das jetzt passen. Was wir nochmal kurz machen können, ist hier einen Powerbomb-Container holen. Jo, wunderschön. Der kann nämlich nie schaden. Wie gesagt, Powerbomben können ja vor allem später ein bisschen interessanter werden. So. Damit sind wir eigentlich schon beim Tempel. Beim Tempel könnten wir uns auch nochmal eine Missile holen. Ist das aber nicht so notwendig. Hier oben im Turm, genau, da sieht man sie sogar. Aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht notwendig. Kostet bloß Zeit. So muss man es wirklich sagen. Da haben wir uns lieber das Artefakt hier und gehen so schnell wie möglich wieder. Dann sind wir unten in Magmoor wieder. Genau, dort können wir ja dann schneller zurück. Das hat ja dann gepasst. Können wir fast auch schon über die Chozo-Ruinen gehen, oder? Dort den Rest sammeln. Ich muss mir bloß ganz genau überlegen, wo der Rest war. Das ist halt gerade so ein bisschen mein Problem. So, hier sprengen wir das hier frei. Und öffnen den hier wieder. Oh ja, klar, stimmt. Ich weiß, wie du das eine ist, das eine Artefakt. Und das andere weiß ich auch. So, und jetzt kommen wir hier rein, nachdem er nicht mehr vereist ist. Also eigentlich. Okay. Und der öffnet uns jetzt das nächste Artefakt. Und das müsste jetzt das Artefakt der Sonne sein. Das Artefakt der Welten, aber das Artefakt der Natur war dann... keine Ahnung. Dies ist das Artefakt der Sonne, das 9. von insgesamt 12. Oh ja, und wir haben jetzt 2, 4, 5. 5 von 11, fehlen noch 6. Gleich noch 5, wenn wir dann das eine haben. Das eine in Magmoor. Noch so viel? Achso, ja klar, und 2 dann noch in Dings. Genau. Fehlen noch 5 mit dem im Magmoor. Dann bekommen wir ja nochmal 2 im... Es wären trotzdem noch 3. Haben wir noch 1 in der Tal- und Oberwelt? Oh, jetzt muss ich nachdenken. Noch ein Artefakt in der Tal- und Oberwelt. Oder nochmal irgendwo eins, wo ich es gerade nicht weiß. Boah, jetzt muss ich die Artefakte nachdenken. Vielleicht habe ich mich jetzt auch gerade verrechnet, das kann auch sein. Höhlen von Magmoor. Haben wir vielleicht in den Chozo-Ruinen noch eins mehr, als ich denke gerade? Das wäre nämlich gut, weil ich glaube in der Tal- und Oberwelt... Aber wir haben erst ein... Nee, wir haben 2 gefunden. Wie viel haben wir gefunden? Verdammt. Was ist denn das eine und das andere? Das hier haben wir. Jetzt muss ich mich echt anstrengen und nachdenken, wo alle Artefakte sind. Vor allem so halt mitten im Run ist es eine gar nicht so einfache Sache, muss man sagen. Da wirklich alle Artefakte zu finden. Das hier war kein Artefakt, das war doch bloß ein Item, oder? Na komm, du gehst auch mit 4 Schüssen davon drauf, genau. Sehr schön. Du warst aber bloß ein Item. Wenn ich das so richtig weiß. Wir können es mal kurz holen. Ah, okay. Das war knapp. Das war doof. Da wusste ich nicht ganz, was ich tun soll. Aber weiterspringen wäre einfach die Devise gewesen. Hilfe, ich stecke fest. Okay, jetzt geht's wieder. Holen wir uns das wirklich mal. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher, was das war. Missile Container. Na egal. Wenn wir jetzt eh schon da sind, können wir ihn auch kurz holen. Schaden tut's nicht. Es ist halt bloß ein bisschen schade gewesen. Weil ein Artefakt wäre jetzt natürlich gut gewesen, weil mir fehlt ja 1 gerade.
Welches habe ich vergessen? Welches habe ich vergessen? Eins in den Felsenminen? Eigentlich aber auch nicht. Die Felsenminen waren die beiden. Da wüsste ich jetzt nicht, wo nochmal eins sein soll.